Ein Jahr ist es her, dass Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius die Fregatte Hessen besuchte. Damals war die Marine mit der Simulation einer Kriegsübung beschäftigt. Nun befindet sich die Hessen auf dem Weg zu einem Einsatz im Roten Meer. Und jetzt geht es um den Ernstfall, dass diese Fregatte in einen Einsatz muss, Einsatz fährt, in dem es eben in der Tat um die Bedrohung durch Flugkörper geht, durch Raketen, durch unbemannte Drohnen, möglicherweise angreifende Speedboote. Am vergangenen Freitag hatte die Regierung den Einsatz der Bundeswehr im Roten Meer und am Horn von Afrika zur Sicherung der Schifffahrtswege gebilligt. Die Teilnahme der Fregatte erfolgt im Rahmen eines EU-Beschlusses. Noch ist die Zustimmung des Bundestages erforderlich, mit der am kommenden Freitag gerechnet wird. Und es geht um nicht mehr und nicht weniger als um den Schutz der regelbasierten internationalen Ordnung, also des Völkerrechts, der Freiheit der Navigation, der Sicherheit auf den Meeren. Die Houthi-Milizen im Jemen greifen immer wieder Schiffe im Roten Meer mit schnellen Booten und verstärkt auch Raketen an, wenn die Transporte nach ihrer Einschätzung eine Verbindung zu Israel haben. Sie wollen so die Extremistenorganisation Hamas im Gazastreifen unterstützen. Bei dem Einsatz der Hessen handle es sich jedoch um ein rein defensives Mandat, so der Verteidigungsminister. Wir sind mit der Fregatte nur unterwegs, um Angriffe mit Drohnen, mit Raketen, mit was auch immer auf die Schiffe, die hier durchfahren, abzuwehren. Das ist der Auftrag und nicht der Auftrag ist, Schläge zu führen auf das Festland, da wo die Houthis ihre Stellung haben. Die Hessen sei eines der modernsten Kriegsschiffe, so Pistorius. Ein absichtlicher oder versehentlicher Angriff auf die Fregatte sei zwar nicht auszuschließen, aber selbst darauf wäre die Hessen bestens vorbereitet, so der Minister.